Stellvertretender Fraktionsvorsitzende von der CDU im Landtag, Christian Baldauf. Heute war Klausurtagung. Herr Baldauf, wie ist sie gelaufen? Was waren die Kernthemen? Ja, wir haben uns heute mit unserem Bezirk in Worms getroffen. Es gab ein wichtiges für uns, auch im Moment uns sehr bewegendes Thema. Herzblut haben wir dran beim FCK. Und wir sind schon etwas konsterniert, dass der FCK jetzt in ein Licht gestellt wird, wo er nicht hingehört. Das Schlimme ist dabei, ich bin ja schon lange Dauerkarteninhaber, mehrere Jahrzehnte. Das ist alles ungefähr 10, 12 Jahre her, als damals unter anderem auch Kurt Beck den Verein dahin gebracht hat, wo er dann gestanden hat. Und Stefan Kunz versucht alles und es läuft auch gut. Jetzt bekommen die in die Füße getreten, das finden wir nicht in Ordnung. Und das muss auch nochmal klargestellt werden, dass das Land eine große Verantwortung dafür hat, dass der FCK zum Teil in ein schlechtes Licht gekommen ist, wo er nicht hingehört. Das Zweite, was wir besprochen haben, wir möchten den westpfälzischen Raum gestärkt sehen. Da passiert uns zu wenig. Es werden keine Straßen gebaut, es wird nichts für den Breitbandanschluss gemacht. Wir wehren uns gegen die Windmühlen im Pfälzer Wald, weil der Tourismus ein wichtiger Aspekt ist. Deshalb möchten wir so einen Masterplan Westpfalz auflegen. Der wird jetzt entwickelt. Und wir haben des Weiteren entschieden, dass wir in der Schule das Thema Wirtschaft mehr in den Mittelpunkt stellen wollen. Also aus dem Fach Sozialkunde ein Fach Politik und Wirtschaft zu machen, bei dem Sozialkunde natürlich im Mittelpunkt steht, aber auch die Wirtschaftsfragen beantwortet werden. Viele Menschen wissen ja gar nicht, was heute in Deutschland abgeht. Das ist aber wichtig für die jungen Menschen, die uns ja mal entsprechend auch auf Dauer unterhalten sollen. Jetzt Wahlkampf steht vor der Tür, Kommunalwahlkampf in Rheinland-Pfalz. Wie richtet sich die CDU aus? Wir sind ja in Rheinland-Pfalz die stärkste Kommunalpartei. Wir haben viele Mandate zu verteidigen. Ich sehe, dass wir dort, wo wir die Mehrheiten stellen, auch sehr ordentliche Arbeit gemacht haben. Und deshalb werben wir jetzt für das Vertrauen, dass die Bürgerinnen und Bürger uns auch wieder wählen werden. Am 25.05. ich unter anderem hier als Spitzenkandidat in Frankenthal, viele andere auch an anderen Stellen. Wir brauchen eine starke CDU auf kommunaler Ebene, weil die Projekte dann auch umgesetzt werden und weil wir darauf schauen, dass wir nicht unendlich viele Schulden machen, damit unsere Kinder auch noch etwas zu leben haben. Was sagen Sie zum Top-Thema bezüglich Rheinland-Pfalz, bezüglich Ludwigshafen, Frankenthal, Metropolregion Rhein-Neckar? Es kommt die Hochstraße Nord. Also die Hochstraße Nord ist ein ganz entscheidender Faktor, der selbstverständlich auch umgesetzt werden muss. Hier ist das Land in der Pflicht. Die Straße ist zwar mal zur Kreisstraße gemacht worden, aber das war zu Zeiten, als Ludwigshafen meinte, sie hätten viel Geld. Das muss jetzt Eva Lohse ausbaden. Das finde ich sehr bedauerlich. Deshalb muss man Eva Lohse der Stadt Ludwigshafen helfen. Diese Hochstraße ist ein ganz wichtiges Projekt, muss umgesetzt werden. Und wir wissen alle, sie fällt bald zusammen. Deshalb ist es eilig, das Land ist gefordert. Vielen Dank für dieses Statement, Herr Baldauf. Dankeschön.